Wow, das ist doch mal ein Gerät. Eieieiei, Hallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Etwas 2. Mein Name ist Uwe und das ist jetzt Folge 554. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich sehr. Wir machen heute weiter. Das hier ist übrigens tatsächlich meine zweite Aufnahme, die ich mache. Es ist tatsächlich ein klein wenig kühler geworden. Es ist wunderschön so. Heute traue ich mich mal zu, ein bisschen mehr aufzunehmen tatsächlich. Die letzten 2, 3 Tage gingen ja immer gar nicht abends. Also da war kaum was zu machen. So, meine Lieben, wir haben in der letzten Folge tatsächlich eine Tour nach Nürnberg gemacht. Wir sind ja von Koblenz ausgefahren. Wir sind jetzt schon in Nürnberg und hier haben wir die nächste Tour angenommen. Wir werden nach Stuttgart fahren. Wir haben tatsächlich eine Tour nach Stuttgart gefunden. Und das hier, meine lieben Damen und Herren, für diejenigen, die, wie soll ich sagen, den Magnum sehr, sehr gern hatten, die müssen sich mit dieser Folge so langsam von dem Fahrzeug leider verabschieden. Ich habe ihn natürlich auch sehr gemocht. Ich finde das Ding wirklich klasse, vor allem der Mod von Nox, absolute Spitzenklasse. Aber um ja, euch nicht weiter zu langweiligen, zu langweilen mit dem ein und denselben Kilometer, Alter, was ist denn heute mit mir? Mit dem ein und denselben LKW, mit dem wir jetzt mittlerweile fast 10.000 Kilometer runter haben, würde ich sagen, werden wir uns nach dieser Tour auf jeden Fall einen neuen Laster zulegen. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen angeteasert gehabt, was es sein werden könnte. Ich habe öfter mal den TGA erwähnt, tatsächlich. Ob es jetzt tatsächlich der wird heute oder nicht, das verrät uns, ja, das Licht. Ich wusste jetzt nicht, wie die KI tatsächlich hier reagiert. Deswegen habe ich gerade mal so langsam gemacht. Aber macht natürlich Sinn, rechts vor links, ne? Ich habe Vorfahrt. Aber wie gesagt, man weiß ja nie, ne? Also lieber ein bisschen vorsichtiger und dann ist man vielleicht ein bisschen sicherer unterwegs hier. So, ja, wie gesagt, ob es jetzt ein MAN wird tatsächlich, das weiß ich noch nicht so genau. Wir werden uns zusammen so ein bisschen durch den Katalog blättern und mal schauen, was es so im Angebot gibt tatsächlich. Es wird definitiv auf jeden Fall ein Sattelzug. Ich mache das Ganze natürlich im Wechsel. Jetzt fahren wir zum Beispiel einen Gliederzug. Der nächste LKW wird dann also ein Sattelzug werden. Danach gibt es dann wieder einen Gliederzug, dann wieder einen Sattelzug und so weiter und so fort, bis wir irgendwann mal 200 LKWs oder sowas haben. Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen, wie lange ich das Ganze hier mache. Ich habe auf jeden Fall noch kein Ende in Sicht. Noch lange nicht. Keine Sorge. Ich habe ja auch in den letzten Tagen doch wieder sehr, sehr viel positiven Feedback gekriegt, dass die Videos doch relativ gut ankommen, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue. Vielen, vielen lieben Dank für euren ganzen Kommentare. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau für euch mache ich das Ganze, ja. Und ja, bin mal gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Ich habe hier jetzt natürlich einen Nachteil, ne? Dadurch, dass ich Balkontür und Dachfenster offen habe. Mir sind tatsächlich gerade schon 2 Mücken entgegengekommen. Aber das Ganze nehme ich trotzdem auf mich. Ist mir scheißegal, sollen die mich halt zerbeißen und zerfleischen, die Viecher. Ich werde hier sitzen bleiben und ETS2 weiter aufnehmen. Ich muss ja für das kommende Wochenende noch ein bisschen was auf Reserve bekommen. Jetzt wird die Ampel echt rot hier. Ja, ich würde mal sagen, das war Speditionsgrün. Speditionsgrün. So. Wenigstens muss man jetzt nicht irgendwie Strafe bezahlen oder so. Das wäre natürlich auch echt ekelhaft geworden. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, dadurch, dass es jetzt wie gesagt nach Stuttgart geht, hier bleibe ich jetzt aber stehen. Da es jetzt nach Stuttgart geht und wir uns ja bald einen neuen Laster zulegen, einen neuen Truck, einen neuen LKW. MAN ist natürlich auch wieder ein etwas älteres Fahrzeug. Der TGA wird ja schon zum Beispiel seit einigen Jahren gar nicht mehr gebaut. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich wieder ein Handschalter sein. Das ist jetzt nicht so wild. Für diejenigen, die es auch noch nicht wissen, ich spiele auch ganz gerne mal mit Handschaltung. Ich habe hier nämlich den SimVertex irgendwas 13 Shifter mit Kippschaltern und so, wo ich die ganzen Gänge zuschalten kann. Ich glaube, der geht bis 18 Gänge, wenn ich mich nicht irre. Ist auf jeden Fall cool, macht Spaß mit dem Ding. Deswegen, wenn wir einen LKW erwischen, der im Innenraum tatsächlich ein Schalthebel hat zum Schalten, dann werden wir auch Handschalter fahren tatsächlich. Und wenn wir dann einen LKW haben, so wie dieser hier, der zum Beispiel diesen Drehschalter hat, hier sehen wir ihn, Drive, Neutral, dann fahren wir natürlich auch Automatik.
Das hier ist übrigens, seitdem ich das jetzt mal neu angefangen habe, das erste Automatikfahrzeug, das wir fahren. Und ja. Der TGA hat natürlich auch noch den Vorteil, dass er, glaube ich, im Vergleich zu Fahrzeugen, die jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, aus der Ära dieses Magnums kommen, ich glaube, relativ günstig ist. Und wir mit diesen fast 220.000 Euro auf jeden Fall easy hinkommen müssten. Ich denke mal, da wäre sogar ein Auflieger mit drin für den TGA. Wenn wir uns tatsächlich den TGA kaufen sollten, ich muss dann ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, in welche Kombination ich mir den zulegen sollte mit dem Auflieger. Alter, der Mercedes macht echt Platz. Was ist denn mit der KI passiert? Ich habe noch nicht mal geblinkt gehabt und der hat schon Platz gemacht. Wie geil ist das denn? Oder war das jetzt wieder nur Zufall? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist sehr geil. Sehr, sehr schön. Wir machen jetzt nochmal das Licht hier wieder an. Ach, guck mal da ist die Spur gesperrt. Oh, schon wieder ein Unfall oder was? Mann. Oh, okay, ich soll auf der Mittelspur bleiben, sehr schön. Alles klar. Und morgen mal das auch, ne? Ist auch ganz klar. Ja, tatsächlich kommen wir sogar noch auf die 10.000 Kilometer mit dem Magnum. Und ich würde tatsächlich auch so diese 10.000 Kilometer mit jedem LKW so ein bisschen versuchen anzustreben, dass wir die LKW nicht zu schnell wechseln. Dass ich einfach für die Zuschauer was bieten kann, die auch Bock haben, einen LKW länger zu fahren tatsächlich und sagen, ey, wir würden gerne... Was ist hier los? Ich habe jetzt natürlich gerade überlegt, tatsächlich auf die linke Spur zu ziehen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht warum, aber ich habe gedacht, dass hier wäre noch eine Spur. Aber die endet jetzt. Wenn das hier nämlich eine normale Fahrspur gewesen wäre, die rechte, dann dürften wir nämlich nicht auf die linke Spur ziehen. Das ist dann nämlich für LKW ab 7,5 Tonnen Tabu. Aber es ist tatsächlich nur eine zweispurige Autobahn, also könnte ich theoretisch sogar links rüberziehen. Der Bus da hinten, der tut es mir gleich. So, ich habe keine Ahnung, was mit dem Fahrzeug da vorne los ist. Mit dem Iveco hier. Gut, jetzt wo ich weiß, dass es ein Iveco ist, wundert mich eigentlich fast nichts mehr, aber... ist ja auch egal, ne? So, Hauptsache wir sind dran vorbeigekommen. Ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, das wäre tatsächlich eine dritte Spur. Vor allem, weil wir ja erst an der Raststätte vorbeigefahren sind. Aber ist ja auch egal. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, aber... Wurscht. Ich finde bestimmt noch irgendwas Neues. Achso, ja, ich habe darüber geredet, wegen den nächsten LKW. So, wie gesagt, ich möchte... Ich kann sowieso nicht jedem recht machen, das ist mir natürlich auch ganz klar. Aber damit wir die LKWs nicht ganz so schnell wechseln und ich irgendwie alle zwei, drei Folgen einen neuen Laster habe oder sowas, was ich sehr, sehr schade fände, würde ich sagen, guck mal einfach mal, dass wir so an die 10.000 Kilometer pro LKW fahren, bevor wir uns was Neues kaufen. Und ich werde ja auch später irgendwann mal den Hard Economy Mod installieren, dann wird es sowieso ein bisschen länger dauern, bis wir genug Kohle haben. Aber desto mehr Fahrer wir natürlich auch angestellt haben, desto, ich sag mal, geht das auch schneller mit dem Geld natürlich. Ja, also das ist halt so mein großes Ziel. Wie gesagt, ich kann es sowieso nicht jedem recht machen. Wenn ich mich nicht irre, wurde tatsächlich auch schon sich ein Volvo gewünscht. Ich kann natürlich auch nicht jedem Wunsch irgendwie nachkommen. Der eine will dann einen Volvo sehen, der andere will einen Scania sehen, der andere dann einen Iveco und was weiß ich was. Deswegen glaube ich, mache ich nicht wirklich... so große Umfragen. Ich glaube, ich mache doch eher gleich auf das, was ich Bock habe, mehr oder weniger. Aber nur grob zur Orientierung für euch jetzt zum Beispiel, wäre es vielleicht gar nicht schlecht zu wissen, dass wenn ich, sagen wir mal, ich fahre ja jetzt gerade hier den Renault. Ja? Es ist zwar ein Renault Magnum, aber weil es ein Renault ist, werde ich mir jetzt auf jeden Fall kein Renault Premium kaufen zum Beispiel. Also Renault kommt dann erst wieder ein bisschen später. Ja, also dann fahren wir wenigstens nicht zweimal hintereinander direkt denselben Hersteller im Prinzip. Dass wir einfach so wirklich so viel Abwechslung wie möglich hier irgendwie rauskitzeln. Darauf stehe ich zum Beispiel ein bisschen.
Wobei, ich glaube, es wäre schon ganz geil auch zu sehen, gerade wenn ich jetzt an die Mercedes-Reihe denke, an der Arctros-Reihe, wäre es schon geil, wenn wir uns den MP1 kaufen würden, danach den MP2, dann den MP3, dann den MP4 und dann den MP5. Ich glaube, da die Unterschiede wären dann schon geil. Aber ja, ist egal. Wir kriegen das auch so hin. Wie gesagt, ich will jetzt nicht fünfmal hintereinander irgendwie Mercedes fahren. Wobei ich schon sagen muss, dass ich mittlerweile hier in ETS2 doch so einen kleinen Fable habe für die Mercedes. Das liegt aber tatsächlich nicht an der Marke selber, sondern es ist einfach daran, wie klasse ich die Mods von Dotec finde, in Kombination mit dem Soundpack, das ich für Mercedes habe. Die sind sehr, sehr geil geworden. Und ich bin der Meinung, ich bin sogar der Überzeugung, dass die Mercedes mittlerweile, übrigens auch der MP4 mit dem Common Rail System, also man hört mittlerweile wirklich den Unterschied zwischen Common Rail System und Pumpe-Düse-Einheit. Die Sounds sind ultra realistisch. Also ich finde, die Mercedes, die klingen in diesem Spiel mittlerweile von allen LKW-Herstellern und Marken und Modelle mitunter am realistischsten. Also wirklich. Davon gehe ich tatsächlich aus. Also das ist wirklich, ja doch, die klingen verdammt, verdammt, verdammt gut. Und die, wie gesagt, der MP2 und der MP3 von Dotec sind wirklich Spitzenklasse. Dotec ist ja auch am MP4 tatsächlich dran, oder wie die meisten sagen, den New Arctros. Aber mittlerweile gibt es ja den MP5, also müsste das ja eigentlich der New Arctros sein, ne? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen sage ich MP4. Vor ein paar Jahren, da wurde gemotzt, warum ich MP4 zu dem sage, obwohl er gar nicht MP4 heißt, sondern das New Arctros. Ja, leck mich doch am Arsch. Für mich ist es der MP4. Fertig, aus, basta. Und ja, ich weiß, der ist auch mittlerweile am MP4 dran, aber ich habe den Mod trotzdem noch nicht runtergeladen. Der ist ja immer noch auch in Work in Progress. Aber ich habe auch den Reworked von Shumi für den MP4 drin, in Kombination mit dem Arctros Plus Cabin Overhaul Gedöns Dingsbums. Deswegen, ja, ich will auch nicht nur bei einem Modder irgendwie bleiben oder so. Ich gebe jedem gern mal eine Chance. Und gerade weil ich auch die anderen Reworked-Modelle habe von Shumi, zum Beispiel den Stralis AS oder den Stralis Highway oder was fällt mir jetzt noch ein, den DAF XF106 zum Beispiel, die sind ja auch alle von Shumi. Ich habe gedacht, wenn die alle von einem Modder sind, dann funktionieren sie wenigstens auch tadellos miteinander. Es hat sich herausgestellt, funktionieren leider nicht ganz so tadellos. Es gibt da zwei Probleme mit zwei LKWs, aber ist nicht so wild. Das betrifft auch nur Fahrwerk und Kabine. Beim Stralis AS ist es die Euro 4 Kabine, die nicht funktioniert. Und beim DAF XF 106 ist es das 8x4 Fahrwerk, was nicht funktioniert. Aber ansonsten ist alles schön. Genauso wie dieser Volvo da vorne. Schönes, schönes, schönes Auto. Auch wenn es nur ein Schuhkarton ist. Aber schönes Auto. Jetzt rechts abfahren. Oh, hier muss ich ein bisschen mit anbremsen, du. Jetzt rechts abfahren. Die sind dann doch noch relativ scharf gemacht hier, diese Ausfahrten. So, jetzt hätte ich natürlich so ein bisschen gucken können, wie das eine Kreuz hieß. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich irgendwie gescheit ausgeschildert war. Aber ist ja auch egal. Das habe ich jetzt ein bisschen verpeilt, dass hier so eine Dingsbums-Spur ist. Oh, das hätte böse ins Auge gehen können, ey. Ich habe gerade auf den zweiten Monitor noch geguckt gehabt, weil mir gerade jemand auf Steam geschrieben hat. Entschuldigt bitte. Da habe ich mich gerade selbst so ein bisschen erschrocken. Aber ich wollte auch gucken, okay, wir sind jetzt bei 14 Minuten. Ja, ich würde sagen, dann können wir in dieser Folge sogar den LKW-Kauf noch machen. Also, ja, und vielleicht machen wir in dieser Folge noch den Kauf und den Tuning dann in der nächsten Folge. Oder mache ich auch noch in dieser Folge das Tuning? Dann könnte aber die Folge irgendwie eine Stunde lang sein oder so. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie viel man tatsächlich auch am TGA oder halt an dem LKW ändern können, dass wir uns da kaufen. Und dann in der nächsten Folge den Auflieger, weil ich glaube jetzt in dieser Folge den Kauf, Tuning und den Auflieger, ich glaube, das wird ein bisschen viel. Ich habe natürlich auch keinen Bock, dass die Folge am Ende irgendwie 80, 90 Minuten lang ist. Ich glaube, da hat keiner Bock drauf, das zu gucken. Ja, ist ja auch egal. Schauen wir mal.
Machen wir spontan. Ich würde aber grob sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal ein paar Modelle an, entscheiden uns dann, kaufen dann und ab der nächsten Folge machen wir dann das Umrüsten und den Auflieger im Prinzip. Theoretisch können wir ja... Ich überlege jetzt gerade, ob wir nicht vielleicht in dieser Folge auch schon den Auflieger kaufen. Weil dann könnten wir nämlich mit Zugmaschine und Auflieger zur Werkstatt fahren und beides gleichzeitig aufrüsten, mehr oder weniger. Das ist vielleicht tatsächlich auch gar nicht so doof. Aber ich darf die Zeit auch nicht unterschätzen. Ich will ja noch hier bei diesen zwei Fotogedönster-Dinger vorbei. Beziehungsweise das eine war eine Fototrophäe und das andere, ich glaube, ein Aussichtspunkt. Das ist jetzt wieder so eine komische Kreuzung hier, ne? Beziehungsweise Auffahrt. Lieber ein bisschen vorsichtiger da rein, man weiß ja nie. Und wenn dann mal was kommt, dann knallt es auch noch. So, Kirchheim unter Teck. Da geht es dann vorne rechts raus. Ach, 60. Nerv mich nicht mit deinen 60. Ehrlich jetzt? Ach, warte mal, wir sind hier nicht mal auf der Autobahn. Stimmt. Ich sehe jetzt erst gerade, das waren ja gelbe Schilder. Ha. Gelbe Schilder, nix Autobahn. Auf Autobahn nur blaue Schilder. Stimmt. Dann ist das hier tatsächlich 60, ne? Ich habe auch kein Schild gesehen mit Kraftverkehrsstraße. Bauliche Begrenzung ist da, aber das Schild nicht. Also ist für uns 60. Auch wenn ich gerade 66 fahre. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Da ist das Schild mit DHL. Da wollen wir hin. Da wollen wir abladen. Uploading. Ach, da vorne, wenn ich mich nicht irre, ist es da vorne doch hier das Mercedes-Benz-Gedöns hier, ne? War das das Mercedes-Benz? Oder war das das Porsche? Ich weiß es nicht mehr. Die sehen beide, glaube ich, irgendwie gleich aus. So gefühlt. In Stuttgart war ich jetzt nicht so oft, muss ich zugeben, aber... Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oder war das eine auf der rechten Seite und das andere auf der linken? Ach, ist doch keine Ahnung, wen interessiert's? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ist es ja interessant, aber ich weiß es nicht zu 100%, deswegen will ich auch nichts Falsches sagen. Dann lasse ich es doch lieber. Aber wir sind ja hier schon ein paar Mal vorbeigekommen, aber tatsächlich hat mich das Ganze jetzt erst daran erinnert irgendwie, ich weiß auch nicht. So, hier rechts an den ganzen hier vorbei. Wow, wir wollen ziemlich viele LKW irgendwie runter. Ich will hier nicht zu BCP, ne? Ich will hier zu DHL. Ja, jetzt rechts abbiegen. Ach, Lisa, hör auf zu berechnen. Du berechnest viel zu viel. Wobei, wir hätten natürlich auch tatsächlich rechts abbiegen können in Richtung BCP, weil nämlich da vorne gegenüber von uns hier auch nochmal eine Einfahrt wäre. Ich bin mir jetzt gerade nur nicht sicher, wo hier die Entladestelle sein soll tatsächlich. Ich hoffe, die war jetzt nicht hier unten. Ich habe da nämlich gar nicht reingeguckt, da unten. Ist das hier die Entladestelle? Oh, wie geil wäre das, wenn wir jetzt hier rückwärts zum Beispiel in so ein Ding reinfahren müssten, ne? Ich glaube, das hier ist tatsächlich die Entladestelle. Oh Mann, hier ist aber ein bisschen wenig Platz zum Drehen, tatsächlich. Na, klasse, Uwe. Hast du super gemacht. Aber tatsächlich, hier gibt es auch nochmal eine Ein- und Ausfahrt, wie ihr seht. Jetzt fahre ich nochmal ganz kurz raus und drehe hier vorne auf der Straße. Die Route wurde neu berechnet. Wie gesagt, Lisa, mach dir keinen Stress. Alles ist gut. Alles ist gut. Ach, da will ich rein. Oh, Entschuldigung. Ja, komm. Hier. Wenn ihr mich sehen könntet, dann würdet ihr sehen, dass ich tatsächlich auch winke. Jetzt fahr vorbei. Ach, warte mal. Es gibt ja noch den Trick mit den... hier mit der Lichthupe. Das habe ich schon ganz vergessen. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts. Oh, jetzt kommt da hinten tatsächlich einer. Das gibt's ja gar nicht. Da werde ich auch schon angehupt.
Weil da die Leute keine Geduld haben, oder was? Ja, 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 ja. Schieb mal hier keinen Stress, du. Hallo, ich bringe immerhin dein Essen her. Falls du Bock hättest auf 4 Tonnen Blumenkohl. Bin mir ziemlich sicher, dass du danach auf jeden Fall ziemlich aufgebläht wärst. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das hier so in echt auch gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das jetzt schon eigentlich eine ziemlich doofe Aktion war, aber... Also hier wäre mir das mit dem Tandem definitiv ein bisschen zu eng gewesen. Vielleicht wäre das hier im Spiel sogar gegangen, in echt wäre ich hier auf jeden Fall, hätte ich das auf jeden Fall nicht gemacht. Aber irgendwie habe ich nicht gepeilt, dass das hier die Ablademarkierung ist. Ich habe es zwar schon von da vorne aus gesehen gehabt, aber ich habe gedacht, das wäre einfach generell irgendwie so eine Lademarkierung oder sowas. Ich weiß es nicht. So, nicht zu nah an den Stapler. Ach, bin ich dir jetzt echt auf die Zinken gefahren? Ja, so kurz davor, ne? Aber die Hitbox in diesem Spiel... Das war schon zu weit drüber. Ich hätte mal vielleicht in den rechten Spiegel gucken sollen. In den dritten. Wie kam ich denn auf den dritten? So, jetzt nicht mehr zu viel. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen nach links. Machen das Ganze auch nochmal schön gerade hier. Ach, diese Lichteffekte sind schon sehr geil gemacht. Ich finde das sowas von geil. Also wirklich, ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich finde ETHES 2 ist optisch eigentlich ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Also ich finde es gerade für einen Simulator wirklich toll. Wenn man sich mal so ein paar Simulatoren anguckt, dann sehen tatsächlich nicht alle so schön aus. Definitiv nicht. Auch der Innenraum hier, ne, der sieht echt toll aus. Die ganzen Texturen und so. Schön. Schön ist es. Und schön war es hier mit dem Magnum. Wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gute Dienste geleistet. Hat Spaß gemacht mit dem Ding. Immer wieder gerne, auf jeden Fall. So, wir werden keine Tour mehr holen. Wir werden jetzt zu unserer Garage fahren und das Fahrzeug abstellen. So. Wir werden jetzt aber natürlich vorher... Ich bin mir auch nicht sicher, wo jetzt tatsächlich diese... Ist das diese... Warte mal, wenn wir hier wieder rüberkommen, dann ist doch hier, glaube ich, diese Unterführung. Ich weiß halt nicht, wie wir auf diesen Platz hier kommen. Weil irgendwie ist mir da das Ding noch nie wirklich aufgefallen. Bin mal gespannt. Eventuell muss ich dann das Spiel doch nochmal irgendwie kurz pausieren oder so, aber ich hoffe nicht. Die Zielführung wurde gestartet. So, meine Damen und Herren, ab geht's. Unbeladen, zurück nach Hause. So langsam dem Feierabend entgegen. Die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Jetzt links abbiegen. Bei den ersten beiden Malen hat er es halt irgendwie nicht gecheckt, ne? Fahr weiter. Kam da jetzt was, noch was oder nicht? Manchmal bin ich mir nicht sicher. Und wenn man sich nicht sicher ist, fährt man einfach raus, ne? Natürlich nicht. Ihr wisst, wie ich das meine. So. Es ist gerade sehr, sehr angenehm, weil doch ein recht frisches Lüftchen reinzieht so in das Zimmer. Dadurch, dass ich Balkontür und Fenster offen habe. Aber gestern und vorgestern hätte auch das nichts mehr gebracht. Da ist die Luft echt gestanden. Heute ist es tatsächlich ein bisschen windiger und auch von den Temperaturen ein bisschen kühler. Es war aber trotzdem drückend genug, sage ich jetzt mal. Das auf jeden Fall. Also die Ampel, bis ich da vorne bin, wird sie sowieso wieder rot. Auch der Retarder bringt eigentlich bei dieser Drehzahl und so gut wie gar nichts mehr, aber... Ich schmeiße ihn trotzdem immer mal wieder gerne rein. So, ich halte schon mal die Taste für die Lichthupe bereit, weil die da vorne auf unserer gegenüberliegenden Spur, die werden mich bestimmt wieder durchlassen wollen und alles.
Aber diesmal bin ich mal gespannt, wie sie hier auf die Lichthupe reagieren. Okay, ich brauche die Lichthupe dieses Mal nicht. Alles klar. Was willst du denn, Freundchen? Kollege, du hast rot. Aber das hat er wahrscheinlich nicht gesehen, weil er, als noch grün war, wahrscheinlich zu früh raus, noch zu weit rausgezogen ist. Ich meine, auch hier in der Nacht, die ganzen Lichteffekte, die Lichtstimmung allgemein, das sieht... Es ist schön. Es sieht gut aus. Also ich bin wirklich der Meinung, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ach, verdammt. Ich fahre schon wieder zu schnell. Rechts fahren. Fahr ich doch. Rechts abfahren. Was willst du eigentlich von mir? So, da ist die Unterführung, die ich gemeint habe. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass hier irgendwo so ein Aussichtspunkt-Dingens war zum Reinfahren und drin stehen bleiben. Wo soll denn das gewesen sein? Ah, Moment. Nee, oder? Doch. Doch, ich fahre hier mal hoch. Ich fahre hier mal hoch. I remember nämlich. Das habe ich auf den Bildern gesehen gehabt. Das habe ich doch auf den Bildern gesehen gehabt, hier das Ganze. Hier ist diese komische Baustelle. Ich weiß nicht, ob das Stuttgart 21 darstellen soll oder so. Da gibt es auf jeden Fall so eine komische versteckte Straße, auf die man auffahren kann, glaube ich. Ist halt jetzt nur doof, dass ich auf der linken Spur hier bin, tatsächlich. So, jetzt muss ich mal ein bisschen langsamer machen. Also das soll laut Karte doch genau hier sein. Wo ist denn das Symbol? Ach, wir haben ja das blinkende Symbol gar nicht mehr. Ich bin ja auch eine Schlafmütze. Ich habe doch den Icons-Mod drin, ich Volldepp. Ja, ja, kein Wunder, dass ich das alle... Ich meine, das Karree hier sehe ich jetzt. Das ist klar. Nee, komm, Warnblink. Doch, komm, lass ihn an. Ich mach aber das Abblendlicht aus, damit ich hier keinen blende. Ach nee, ich muss hier sogar den Motor abstellen. Ja, auch interessant. So, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an hier. Stadtzentrum von Stuttgart. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie eine Sehenswürdigkeit oder so tatsächlich. Ach, ich bin da jedes Mal dran vorbeigefahren, ey. Und ich habe das nicht gemerkt. Schlaftablette. Da hinten ist der Fernsehturm. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ich glaube, ich war tatsächlich auch noch nie am Bahnhof von Stuttgart. Das sieht hier aber schon so ein bisschen bahnhofsmäßig aus, aber es kann natürlich auch was ganz anderes sein, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das ein Bahnhof ist. Wie gesagt, ich war auch noch nie in Stuttgart am Bahnhof. Keine Ahnung. Das hier sieht auch ganz interessant aus. Es sieht hier schon so ein bisschen nach Uni oder sowas aus. Keine Ahnung. Ich nix weiß. Von Stuttgart ich nix haben Plan und so. Aber ich finde diese Aussichtsdinger eigentlich echt geil gemacht. Ich finde es super. Guckt euch das hier mal an. Das sieht ja cool aus. Das ist ein schöner Park. Falls jemand irgendwie aus Stuttgart kommt oder so und die ganzen Sachen wiedererkennt, also ist das schon relativ akkurat hier gemacht? Das würde mich mal interessieren. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Also mittlerweile, ich habe es schon mal gesagt, die Städte mittlerweile, die sind wirklich sehr, sehr schön geworden. Auf jeden Fall. Sehr geil. So, das war es jetzt auch schon. Aber nicht ganz für uns, denn hier nebendran haben wir auch einen Fotogedöns-Dingsbums. Ach, Volltrottel. Ach, guck mal hier. Der schöne Magnum. So, wo war das Fotodingsbums? Ist es das Gebäude hier gewesen? Also das hier? Falls ja, dann ploppt hier jetzt schon wieder das gelbe Dings nicht auf. Scheiße, weiter kann ich auch nicht mehr. Ich glaube, mit der Flycam komme ich auch nicht weiter, oder? Ach, Manu. Bin ich denn auf der richtigen Höhe? Ah, was mache ich denn? Ich will auf die Weltkarte. Oh, jetzt bin ich völlig verwirrt. Doch, ich bin auf der Höhe eigentlich. Also eigentlich kann es sein, dass vielleicht für die Fotos
bestimmte Tageszeiten oder sowas? Ich weiß ja nicht, Mann. Ich kenne mich doch nicht aus. Ich bin noch Noobie. Ich habe gerade mal 800 Stunden auf ETS 2. Was weiß ich schon. Übrigens hier, das ist ein geiles Detail, ne? Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Das Dingens ist ja ein Aggregat, was mit einem Benziner läuft. Oder Diesel. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ist, glaube ich, auch unterschiedlich. Ich weiß es nicht. Hat aber auch natürlich einen kleinen Auspuff. Ne? Zum Kühlen muss das Aggregat ja laufen. Und hier sehen wir die Verfärbung vom Auspuff. Von den Abgasen. Also ich glaube, mit dem Foto haben sie schon dieses Bild hier, dieses Gebäude hier gemeint, ne? Aber irgendwie kann ich keine Fotos schießen. Warum nicht? Was machen Sachen? Was ist das Problem? Oh, da sieht man mal, wie kerzengerade ich da stehe. Ja, toll. Wieso kann ich hier kein Foto machen? Muss ich noch weiter weg? Ich meine, wir haben in dieser Folge ja Zeit. Jetzt kann ich ja mal ein bisschen rumprobieren. Muss ich noch höher hoch? Muss ich mehr ranzoomen? Was soll ich machen? Keine Ahnung. Was sind denn eigentlich Fotoeinstellungen? Ah! Ach, wie cool ist das denn bitte? Ach, du kannst sogar du kannst die Uhrzeit und das Wetter verändern. Du kannst hier sogar Licht und alles... Alter. Ey, wie geil ist das denn hier bitte? Also jetzt mal ohne Spaß. Kamera zurücksetzen? Ach. Ach. Ein Segen ist das hier. Oh, SES-Software, ihr habt es echt drauf, ne? Nur das hier mit den Bildern verstehe ich nicht. Vielleicht ist das hier auch gar nicht die Frontseite vom Gebäude, weil das hier sieht schon eher frontigiger aus. Ihr wisst, was ich meine, aber ich komme hier nicht weiter. Hier ist eine unsichtbare Wand. Beziehungsweise lässt mich wahrscheinlich der Fotomodus nicht weitermachen. Was wir aber natürlich mal probieren könnten... ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert. Huch. Wenn ich jetzt hier aber mal mit der Flycam hingehe. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sie tatsächlich dieses Gebäude hier meinen mit dem Foto. Ich bin mir auch sicher, dass die Schranke wahrscheinlich nicht aufgehen wird für mich. Vor allem, weil das hier... Ah, hier dürfte ich reinfahren. Vielleicht da kann ich hier doch reinfahren. Wir werden es gleich mal probieren. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt in den Kameramodus gehe, beziehungsweise Fotomodus. Aha. Aha. Ach so, wir kommen trotzdem nicht weiter. Ja, klasse. Okay, dann ist das LKW gebunden. Alles klar, nicht so wild. Nicht so wild. So, komm, wir probieren jetzt mal da reinzufahren. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass die uns da nicht reinlassen, aber... Fragen kostet ja nichts. Ich will das Foto machen. Ich will es nämlich abgehakt haben hier. Auf jeden Fall sehr schön. Und wie gesagt, falls es nicht klappt und ihr wisst zufällig, woran es liegen könntet, sagt mir bitte, bitte Bescheid. Ich würde nämlich gerne diese Fototrophäen doch irgendwie sammeln mit der Zeit. So, ich warte kurz, bis der an uns vorbei ist. Dann ziehe ich hier mal ganz kurz rum. Also wenn es aufgeht, dann bin ich mir fast sicher, dass wir das Foto dann machen können, aber... Nö. Geht nicht auf. Wir haben hier leider nichts zu suchen. Tja, naja, ein Versuch war es wert. Super schade. Aber so ist es dann halt eben. Schade. Wie gesagt, wenn ihr wisst, woran das liegt, was ich falsch mache die ganze Zeit, bitte lasst es mich wissen. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, auf jeden Fall. Schade. So. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir langsam nach Hause kommen hier. Und den LKW dann endlich abstellen. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade einen Schock gekriegt. Ich habe gerade gedacht, ich hätte vorhin die Aufnahmetaste nicht gedrückt. Aber ich habe auf die falsche Uhr geguckt. Oh, Gott sei Dank. Habe ich trotzdem Kackstift in der Hose. Welche Hose? Ich habe gar keine Hose an. Ich sitze hier im Boxershorts, weil es hier so warm ist. Umso leichter hat es der Kackstift natürlich. Oh Mann, Uwe, ey. Du wirst auch irgendwann mal erwachsen.
So, wir haben es nicht mehr weit, wir haben es nicht mehr weit. Ich hoffe, ihr habt euch vom Magnum verabschiedet. Toller LKW, hat er super gemacht, hat super viel Spaß gemacht mit dem Dingen. Ich fand auch die Optik sehr, sehr schön. Ich finde, ich habe ihn recht gut hingekriegt. Mal gucken, wie es mit dem nächsten LKW aussehen wird. Ich hoffe, dass es mir dann vielleicht sogar ein bisschen leichter fällt. Bei dem SK hatte ich echt Schwierigkeiten, gerade was die Lackierung anging. Da war ich mir einfach nicht sicher, was ich wollte. Und ich konnte mir irgendwie nichts vorstellen. Das ist natürlich jetzt das Problem. Dadurch, dass ich mir auch nicht sicher bin, ob ich jetzt tatsächlich den TGA hole oder nicht, habe ich natürlich auch keine Designsvorstellungen irgendwie im Kopf oder so. Das heißt, bei dem nächsten LKW könnte es vielleicht auch ein bisschen schwieriger werden. Mal schauen. Habe ich das Fenster noch offen? Nee. Kam mir gerade so laut vor. Das ist jetzt doch 22:30 wird am Abend, hätte ich nicht gedacht, als wir aus Nürnberg los sind, ne? Ja, ist jetzt doch später geworden, als ich dachte, ey. Es fängt echt an zu regnen. Wahnsinn. Retarder aus. Ich finde die Tasse nicht. Ja, meine Leute, meine Lieben. Wir haben auch schon, ich glaube, länger jetzt gar keinen Regen mehr gehabt. So, ne? Es gab natürlich eine Phase, da hatten wir irgendwie in jeder Folge Regen. Ich wünsche, wir hätten jetzt gerade in echt vielleicht ein bisschen Regen. Würde das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen abkühlen. Entweder das oder mit der Luftfeuchtigkeit würde es das vielleicht sogar noch schlimmer machen. Ach, ich bin ja auch doof, ne? Ich habe tatsächlich den Punkt auf die Werkstatt gelegt und nicht auf unsere Garage. Aber ist auch nicht so wild. Nicht so wild, nicht so wild, nicht so wild. Hier kennen wir uns ja dann doch ein bisschen aus. Die Route wurde neu berechnet. Wie ist denn das jetzt mittlerweile? Ist es eigentlich immer noch so, dass nur das zweite... Ja, Frage hat sich erledigt. Geht immer noch nur das zweite Tor auf für uns. So. Okay, dann schauen wir hier direkt wieder ausmachen. Ja. So. Wir sind ja schon eine etwas längere Zeit tatsächlich nicht mehr hier gewesen, ne? Ist tatsächlich jetzt ein klein wenig schon her. Das letzte Mal, als wir... Oh Gott, ist das schön. Oh. Das letzte Mal, als wir hier waren, das war gerade kurz nach der Nachricht von dem Unfall von Miroslav. So, ich denke mal, mein Zeug packe ich später aus. Das müsst ihr nicht unbedingt alles mitbekommen. Huch, ich habe die falsche Speed noch drin. So. Ja, meine Lieben. Das war der Magnum. Ein schönes Fahrzeug. Macht euch keine Sorgen, er wird natürlich nicht verkauft oder sonst was. Wir werden einen weiteren Fahrer einstellen und der bekommt dann das Ding. Aber guckt ihn nochmal euch ein letztes Mal an. Ich hoffe natürlich, dass der neue Fahrer auch dann schön fleißig den passenden Anhänger dazu benutzt. Wäre natürlich schade, wenn er es nicht tun würde. Ich meine, die zwei sind gemacht wie füreinander. Wortwörtlich. Ja. Ist der Sensor wieder im Arsch, oder was? Warum geht denn das Tor nicht runter hier? Hallo? Es zieht hier durch, verdammt nochmal. Es wäre doch schon schön, wenn das Tor jetzt dann auch wieder zugehen würde, eigentlich. Ich meine, wir sind relativ weit weg davon, ne? Aber ist ja auch egal. So, ich würde jetzt natürlich fast sagen, das hier ist der Motor von einem F2000, aber das passt nicht ganz, weil der F2000 nämlich einen V10 hatte.
Jetzt können wir noch mal kurz zum Feierabend hin entspannen. Und da sind wir schon wieder. Tja, meine Lieben. Dann wollen wir uns noch mal ganz kurz umgucken. Ich werde aber ganz kurz speichern vorher. Nicht, dass mir das Spiel hier abschmiert. So, LKW-Handler. Ich würde sagen, wir gucken uns zuerst mal beim Hot-Händler tatsächlich um. Einfach nochmal zu sehen, was wir tatsächlich alles so installiert haben, denn ich weiß bestimmt auch nicht mehr alles. Den DAF 95 ATI, den hatten wir schon mal als Gliederzug tatsächlich mit einem Drehschemelanhänger. Das heißt, der hier wird es jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Vielleicht einen aktuelleren DAF, beziehungsweise aktuellere wäre jetzt natürlich der neue XF, beziehungsweise XG. Der XF 105 ist da ja schon ein bisschen was älter, ne? Oder halt den XF 106. Wäre natürlich eventuell auch noch eine Option. Wenn ich mir jetzt aber hier so mal die Preise so ein bisschen durchchecke. Ja, dann kosten die auf jeden Fall was. Was haben wir so bei MAN? Da ist der F2000, da ist der TGA, der kostet keine 100.000. Dann haben wir hier den TGX Euro 6 von Glover. Genau, dann haben wir nochmal einen TGX Euro 6 als Wechselbrückenfahrzeug und hier nochmal der neue TGX, der rauskam. Was genau bedeutet GN? Also NG, könnte ich was mit anfangen? Next Generation GN weiß ich jetzt gerade gar nicht. Gute Nacht. Oder so. Ein MAN. Ja, wie gesagt, der TGA, ne? Das war so ein Ding, den ich auf jeden Fall im Blick hatte. Mercedes! Hier haben wir den SK nochmal, den haben wir aber vor dem Magnum gehabt, das heißt, der kommt jetzt erstmal nicht in Frage, genauso wie jeder andere Mercedes eigentlich auch. Können uns aber trotzdem nochmal ein bisschen umgucken. Hier haben wir den MP2 und den MP3 von Dotec beide. Dann haben wir hier den ganz neuen Arctros, beziehungsweise halt den MP5. Hier den MP4 und auch den MP1 haben wir hier. Das heißt, wir können von MP1 bis MP5 alle Generationen durchfahren. Und natürlich auch als Schwertransporter oder sogar als Gliederzug. Übrigens, der MP5 auch als Gliederzug, das ist auch möglich. Gar kein Problem. Was haben wir hier so bei Scania? Ach hier, P und den G, den habe ich ja schon ganz vergessen. Die zwei von Eugene. Tatsächlich wäre der P oder der G gar nicht mal so übel, wenn wir zum Beispiel einen Rungauflieger hätten. Das würde vielleicht sogar ganz gut passen. Eventuell. Ansonsten fällt mir jetzt tatsächlich nicht wirklich ein, womit wir den P oder den G wirklich fahren könnten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Eventuell mit dem Fahrzeugtransporter-Auflieger da, den ich da habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, Esteppe oder so. Ja, bei Mercedes ist natürlich auch ganz cooles Zeug dabei, ne? Wie ihr seht, auch hier die Wechselbrückenfahrzeuge, einmal für den neuen Scania und einmal für den älteren. Auch hier den 8x4 natürlich. So, Renault, da haben wir den alten Renault Magnum, den Integral, den gab es mit dem Mack V8. Dann haben wir hier natürlich auch noch den Renault Premium und hier haben wir den Reworked von Nox. Und auch hier nochmal die, wo ist er? Da, die Matte Edition, die Excellence, die gibt es natürlich auch als Rigid, so und ähnlich fahren wir ihn ja gerade. Nur nicht tatsächlich mit diesem Aufbau, sondern mit dem Wechselbrückenaufbau. Dann haben wir hier natürlich noch Iveco. Da haben wir den Reworked von Schumi, den alten AS, den Active Space. Dann haben wir bei Iveco auch den Magirus Deutz im Angebot. Den werden wir uns aber irgendwann mal später holen. Das wird dann so ein kleines, ja, so ein Auto für den Chef, weißt du, so ein Liebhaberfahrzeug. Dann haben wir natürlich noch den Iveco Highway. Und das war es auch schon bei Iveco. Volvo. Hier muss ich jetzt ein bisschen laden, denn hier geht auch so ein bisschen die Post ab. Der alte F10 bzw. die F-Series, wir können ihn natürlich auch als F12 umbauen. Dann haben wir hier den Volvo F3. Den können wir auch als FH16 und FH13 umbauen. Der Volvo FH5, der ganz neue, der 2020er. Und dann haben wir natürlich auch noch den FH4. Das ist der hier, der 2012er. Also 2009er FH3, 2012er FH4 und der 2020er ist der FH5. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wussten. Ich wusste es tatsächlich damals auch noch nicht, aber mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer. Oder was heißt schlauer? Mittlerweile weiß ich von den LKWs ein bisschen mehr. Auch hier natürlich 8x4 Fahrwerke.
ja, alles, was das Auge, was wollte ich denn jetzt sagen? Keine Ahnung, ich glaube, ich werde langsam müde oder so. Ja, was holen wir uns denn jetzt? Leute, ich bin jetzt bei 45 Minuten und ich habe tatsächlich noch nicht wirklich viel gemacht in dieser Folge. Rein von den Marken her muss ich ja mal sagen, dass wir Iveco zum Beispiel noch gar nicht hatten. Wir haben, wie gesagt, den 95 ATI. Das wäre ein DAF gewesen. Mercedes hatten wir das letzte Mal. Jetzt gerade fahren wir mit Renault rum. Den F2000 hatten wir vor dem SK. Das heißt, MAN ist auch noch nicht so lange her. Und Iveco hatten wir zum Beispiel noch gar nicht gehabt. Was haltet ihr davon, wenn wir uns einen Iveco zulegen? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich, allein wenn ich das hier schon erwähne, dass ich mit dem Gedanken spiele, mir tatsächlich einen Iveco zu holen, dass ich dafür vielleicht sogar schon ein bisschen Hate abbekomme. Aber ich finde den Iveco tatsächlich gar nicht mal so übel. Iveco oder doch nochmal MAN. Wir haben 222.000. Ich überlege jetzt gerade, wenn wir jetzt, ja gut, wir sind bei über einer Dreiviertelstunde. Ich werde es so machen, meine lieben Freunde. Ich werde mich zwischen Iveco und MAN TGA entscheiden. Ich könnte jetzt natürlich auf YouTube auch nochmal eine Umfrage machen, aber ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich durchkommt. Vor allen Dingen ist das ja auch die zweite Folge, die ich jetzt in Folge aufnehme. Das heißt, Mittwoch kommt dann die letzte Folge, das hier wäre die Folge für Donnerstag. Das heißt, selbst wenn ich jetzt eine Abstimmung mache, kommt das für mich nicht pünktlich an. Das ist ein bisschen problematisch, das heißt, die Umfrage bringt nichts. Also würde ich für mich selbst entscheiden, ob ich jetzt den AS nehme oder den TGA, und dann gucken wir einfach in der nächsten Folge. Ich würde sagen, lasst euch einfach mal überraschen. Ich bin mir sowieso sicher, dass wahrscheinlich die Abstimmung irgendwo so zwischen 70-30 liegen wird. Vielleicht 75-25, ich weiß es nicht. Aber die Mehrheit wird auf jeden Fall für den MAN stimmen. Der Iveco, da ist die Fanbase ja nicht so groß. Aber die, die Fans von diesen Fahrzeugen sind, die sind wenigstens cool drauf. nee, hier so, komm, Markenhass und so lassen wir hier komplett raus. Damit wollen wir gar nicht anfangen. Ich finde alle LKWs toll. Ich finde sie alle toll. Auch den Iveco. Der hat ein bisschen mehr Liebe verdient, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird das nächste Mal ein Iveco. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Bock auf den. Und den TGA können wir dann irgendwann mal anders fahren. Auch wenn er jetzt zum Beispiel günstiger wäre, aber drauf geschissen. Ich werde mir bis nächstes Mal überlegen, was für ein LKW, wie gesagt, wir holen. Vielleicht mache ich es auch so ein bisschen davon abhängig, auf was ich Bock habe zu fahren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bleibe jetzt nochmal bei einem Kühlauflieger, dann kann ich mir den TGA tatsächlich ein bisschen besser vorstellen als den Iveco. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte Bock irgendwie Flatbed zu fahren oder vielleicht sogar einen Tankauflieger, dann wäre ich irgendwie bei Iveco, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wie gesagt, ich schlafe ein, zwei Nächte drüber, mach's mit mir selber irgendwie klar und dann überrasche ich euch das nächste Mal damit. Ich hoffe nur, dass ihr mich nicht wieder verlasst, wenn ich jetzt mit einem Iveco kaufe. Ja, Leute, seid gespannt. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Habt eine gute Nacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.